passiert, wenn man seinem Sim alles gibt, was er sich wünscht? Oh mein Gott, das kann nur schief gehen. Wir testen das heute mit meinem Freund und mir. Die Merkmale von meinem Freund sind gut, ehrgeizig und geek. Und ich habe ihn gefragt, was sein Lebensziel ist. Und er hat gesagt, Seelenverwandter. Dieser Sim möchte die große Liebe finden und mit ihr ein erfülltes Leben verbringen. Ja. Die Merkmale von meinem Sim sind tollpatschig, kreativ und geek. Und ich habe ganz lange drüber nachgedacht und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Lebensziel ist das gleiche wie das von meinem Freund. Aber das wäre ja langweilig. Und deswegen habe ich mich jetzt für weltbekannte Berühmtheit entschieden, weil ich auch noch nie richtig mit dem Pack gespielt habe. Und für das Drama natürlich. Links über unseren Köpfen sieht man unsere Wünsche. Und hier rechts haben wir das Bestreben. Und mein Freund hat anscheinend schon einen Freund oder eine Freundin. Hallo? Ich glaube, es hackt, denn ich bin es definitiv nicht. Dani, hast du mir irgendwas zu beichten? Hä? Aber er kennt auch niemanden außer mich und unsere Katzen. Und wie gut! Er mag unsere Katzen einfach lieber als mich. Charmant. Ich werde unsere Beziehung jetzt aber natürlich hochleveln. Und dann werden wir natürlich auch noch einstellen, dass die Sims machen dürfen, was sie wollen. Ob ich das gleich bereuen werde? Wahrscheinlich. Und Laszlo, komm von der Straße runter. Zum Glück sind wir bei Sims, da gibt es ja keine Autos. Und gemeinsam mit unseren Katzen leben wir übrigens in diesem Haus hier. Unsere Katzen haben keine Wünsche offensichtlich und auch kein Bestreben. Auch gut. Und wir kümmern uns jetzt als erstes mal um meine Wünsche. Wow, überhaupt nicht egoistisch. Ich möchte ein Sammelobjekt finden, inspiriert werden und draußen bei Nacht selbstsicher sein. Oh, weil mein Sim Angst im Dunkeln hat. Und was ich noch lustiger finde, wir sind einfach eine Geisterjägerin, aber haben Angst im Dunkeln. Mein Freund möchte einen anderen Sim glücklich machen, seine Fähigkeiten verbessern und nach dem Erfüllen von Wünschen über Ängste reden. Den Satz verstehe ich nicht ganz. Aber dann machen wir mir einfach mal ein Kompliment. Und damit haben wir jetzt jemanden glücklich gemacht. Perfekt. Jetzt möchte er von einer neuen Show schwärmen. Das haben wir hier. Hey, wenn die Wünsche immer so einfach sind, easy going. Ich rede wieder mal über mich. Und jetzt möchte er freundlich zu einem Sim sein, der nicht zum eigenen Haushalt gehört. Warum ist mein Freund eigentlich so ein Cutie? Und die Nachbarin klopft direkt an die Tür herein, bitten. Zu der sind wir jetzt direkt freundlich. Und wir müssen uns nur freundlich vorstellen und das war's. Und jetzt will er ehrenamtlich tätig werden. Wie nett und sympathisch will ein Sim eigentlich sein? Mein Freund so, ja. Und dann komme ich. Wir kümmern uns jetzt nämlich mal um meine Wünsche. Ich will ja ein Sammelobjekt finden. Das heißt, wir graben jetzt hier irgendwo rum. Oder suchen hier zum Beispiel mal nach Fröschen. Ja, perfekt. Den ersten Wunsch haben wir erfüllt. Und wir haben auch einen Frosch gefunden. Oh, mein Sim will es mit meinem Freund zusammen sein. Was für ein unlogischer Satz. Aber ihr wisst, was ich meine. Davor baut sie aber noch eine Sandburg. Während mein Freund zu Hause mit Nina flirtet. Hast du das gerade wirklich gemacht? Ja! Ich glaube, es hackt komplett. Dani! Die hören auch gar nicht mehr auf zu flirten. Während mein Sim immer noch Spaß mit ihrer Sandskulptur hat. Ey, und ganz ehrlich, wenn ich das so gut könnte, würde ich das definitiv zu meinem Beruf machen. Wow! Und wir sind jetzt selbstsicher. Das brauchen wir in der Nacht nicht jetzt. Aber da wir ja selbstsicher sind, werden wir Nina jetzt zum einen mal sagen, dass sie mit dir gehen soll. Das sagen wir aber ganz höflich. Wir sind ja ein netter Sim. Und dann nehmen wir unseren ganzen Mut zusammen und fragen meinen Freund, ob er mein Freund sein will. Und der sagt natürlich ja. Woo! Und der nächste Wunsch von meinem Sim ist einfach 4 Stunden nicht stolpern. Ey, das ist gerade so nah am echten Leben. Ich kann nicht mehr. Wir wollen uns natürlich aber auch noch um unsere Bestreben kümmern. Und ich will ein 2-Sterne-Promi werden und dann Ruhmvorteile kaufen. Okay, wie werden wir jetzt berühmt? Ich glaube, wenn wir Fotos machen und die im Internet veröffentlichen, damit können wir berühmt werden. Und es gibt nur eine Sache, die im Internet besser läuft als expliziter Content. Und zwar ist das Katzen-Content. Wir machen jetzt ganz viele Fotos von Olaf. Kannst du auch eine andere Pose machen, Katze? Nee, will er nicht. Okay. Dann fotografieren wir ihn halt einfach aus allen möglichen Winkeln. Kleiner Booty-Shot. Ah, die Bilder sind zu süß. Ich würde sie gerne selber behalten. Aber nee, wir werden die jetzt im Internet hochladen. Damit bekommen wir nämlich Ruhm. Oh, wenn wir sie verkaufen, bekommen wir Geld und Ruhm. Das ist schon sehr verlockend. Aber wir sind jetzt auf dem Weg zum Ruhm. Perfekt. Das beste Bild aller Zeiten. Und wir haben jetzt schon 20 Follower. Das nächste Bild hat uns nochmal 12 Follower gebracht. Und das dritte Bild war auch richtig gut. Und jetzt haben wir schon 52 Follower. Nee, wir haben schon 72 Follower. Ah, und wir sind glücklich, weil wir einen neuen Partner haben. Dann machen wir natürlich auch noch ein paar Bilder von Laszlo. Und mein Freund ist verschwunden. Nee, der ist einfach so nett und unterhält sich mit den Nachbarn. Er möchte auf jeden Fall auf 2 Verabredungen gehen. Und das machen wir doch direkt und wir gehen in eine Karaoke-Bar. Mein Sim möchte Musik hören. Perfekt, hier läuft nämlich auch Musik. Und danach können wir hier ja singen üben. Das gibt uns nämlich Ruhm. Mein Freund will in der Zwischenzeit immer noch ehrenamtlich tätig werden. Das machen wir direkt. Und wir spenden für Wandern, um gegen Krankheiten anzukämpfen. Außerdem möchte er auch Musik hören. Oh, für Wandern gegen Krankheiten haben sie gerade das Grundstück verlassen. Auch eine interessante Date-Idee. Ehrenamtliche Arbeit macht Spaß und formt den Charakter. Es ist ein schönes Gefühl, etwas für andere zu tun. Leute, das läuft hier gerade viel zu glatt. Für die Partygesellschaft wird mein Sim jetzt singen, auch wenn sie es offensichtlich gar nicht kann. Aber alles für den Ruhm. Wir könnten auch ein bisschen Geige spielen. Im Leben noch nie so
was Schönes gehört. Während mein Freund gerade mit einer anderen Frau geflirtet hat, habe ich das gerade richtig gesehen? Und wir haben einfach noch nichts erfüllt bei diesem Date. Und wir haben die Unternehmerfähigkeit erworben. Interessant. Mein Freund möchte immer noch Musik hören. Vielleicht, wenn er mir zuschaut, reicht das? Wobei man das wirklich nicht als Musik bezeichnen kann. Seine Nerven sind jetzt auch am Ende. Habe ich wieder mal gut gemacht. Aber wir haben die erste Verabredung abgeschlossen und Menzel möchte etwas trinken. Wir bestellen mal mein Lieblingsgetränk und haben jetzt einfach eine Schüssel Chips bekommen. Interessantes Lieblingsgetränk. Und davon ist meinem Sim jetzt schlecht. Wir haben den nächsten Morgen und unseren Sims geht's nicht so gut, weil wir ein grauenhaftes Date hatten. Das wollte ich natürlich nicht, aber darüber können wir jetzt auf Social Media posten. Das gibt uns nämlich wieder Ruhm. Und Nina ruft gerade meinen Freund an. Und eigentlich stört mich sowas nicht, aber das finde ich jetzt schon ein bisschen... Egal, ich vertraue ihm. Er möchte mal über seine Ängste reden. Das macht er jetzt halt mit Nina. Und dadurch ist er selbstsicher geworden. Schön. Dann hören wir Musik. Und mein Freund wird immer und immer selbstsicherer. Es ist auch so leicht, seine Wünsche zu erfüllen. Er will einfach nur was trinken, über Kapitäne diskutieren, warum auch immer, seine Fähigkeiten verbessern. Während wir bei mir immer noch nichts geschafft haben. Aber wir kommen der Sache langsam näher. Also in echt funktioniert es ja so, wenn ich was Dramatischeres poste. Dann bekomme ich mehr Aufmerksamkeit. Hallo, liebe Hillary. Ich will ihr eigentlich gerade gar nichts antun. Es wäre besser, wenn sie mir was antut. Deswegen füge ich sie ganz schön zur Familie hinzu und dann soll sie mich bitte einfach mal... Ja. Leute, ihr wisst, Gewalt ist einfach absolut nie eine Lösung. Aber wir müssen ja irgendwie berühmt werden. Können wir jetzt bitte die Polizei rufen? Hallo, ich würde gerne die Polizei rufen. Ich wurde gerade geschlagen. Und danach würde ich das gerne im Internet teilen. Und das haben jetzt ganze 12 Follower gebracht. Wow. Das war sowas von wert. Und mein Sim will sich verloben. Vielleicht wird es Zeit für den nächsten Schritt. Damit bekommen wir vielleicht auch Ruhm. Und wir sind jetzt wieder auf einem Date. Und das läuft jetzt schon besser als beim letzten Mal. Hallo, in letzter Zeit war mein Leben ziemlich verrückt und ich brauche eine Weile einen Platz zum Schlafen. Könnte ich ein paar Tage bei dir unterkommen? Die Person hat nicht mich angerufen. Und mein Freund ist ja so mega nett in der Welt. Also, ich meine in echt natürlich auch. Deswegen werden wir da jetzt mal okay sagen. Und ich bin sehr gespannt, wer uns dann zu Hause erwartet. Das werden wir nachher gleich rausfinden. Zuerst werden wir mal unseren ersten Kuss erleben. Wow, den hatten wir bis dato noch gar nicht. Aber Hauptsache, wir wohnen schon zusammen. Unseren ersten Kuss werden uns ganz viele Leute dabei beobachten. Super romantisch. Und wir hatten gerade unseren ersten Kuss. Also ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, meinen Freunden einen Heiratsantrag zu machen. Wenn ich jetzt wandern, mitten irgendwo auf der Straße, werden hier ein Kind randaliert. Aber trotzdem, es zählt ja nur, dass wir zusammen sind. Und mein Freund hat ja gesagt. Wie schön. Und die Wünsche von meinem Freund wiederholen sich einfach die ganze Zeit. Und wir hatten ein Golddate. Eine legendäre Verabredung. Wow, Leute. Wir können entweder nur richtig schlechte Dates haben oder richtig gute Dates. Und damit haben wir den ersten Teil vom Seelenverwandte-Bestreben erfüllt. Und mein Freund will jetzt mit bestem Freund auf Lebenszeiten verheiratet sein. Nein, das ist so süß, Leute. Ich kann nicht mehr. Vor allem, das sind so leichte Dinge zu bewerkstelligen. Ich habe noch nichts von meinen Wünschen geschafft. Und wir sind jetzt zu Hause und das ist jetzt der Mann, der ein paar Tage bei uns wohnt. Ist sogar ein Teenager. Oh mein Gott, die Verantwortung ist groß. Und wo schläft er jetzt? Und wie wir einfach vor ihm rumknutschen. Nicht nur rumknutschen. Wir haben einfach ein Techtelmechtel. Aber immerhin kann er sich mit Laszlo unterhalten. Wo ist eigentlich Olaf? Neben dem Bett werden wir ein Techtelmechtel haben. Ich heul gleich. Und wie wir jetzt einen fremden Teenager in unserer Küche haben, der einfach dasteht und random tanzt. Mein Sim möchte Videospiele spielen. Das können wir direkt am Handy erledigen. Und als ob der Teenager jetzt Alkohol trinkt, haben wir jetzt die Verantwortung für ihn. Ich weiß nicht mal, wer das ist, Leute. Wir haben auch noch kein Wort mit ihm gesprochen, seit er hier ist. Aber ich glaube, er mag tanzen. Halt, stopp, nein. Mein Sim schläft da mit dem Teenager in dem Bett. Alles an der Situation hier ist einfach gerade super unangenehm. Und wir haben es geschafft, Leute. Wir sind Newcomer. Ein Drittel haben wir geschafft. Wow. Warum könnte es sein? Rein theoretisch. Bitte sag mir nicht, dass ich schwanger bin. Bitte einfach nicht. Nein. Nein. Wie konnte das passieren? Ich meine, ich weiß natürlich, wie das passiert ist. Das ist alles, was wir im Leben nicht wollen. Wir wollen nämlich tatsächlich beide keine Kinder bekommen. Aber gut, es ist es halt passiert. Aber wir können unseren ersten Ruhmpunkt ausgeben. Wir können Videos hochladen, leichter berühmte Personen kennenlernen. Oder wir haben irgendwas, was uns besonders macht. Aber ich nehme das mit den Videos. Natürlich. Herzlich willkommen zu unserer Hochzeit. Da das ein großer Wunsch von meinem Freund ist und auch mein Sim den Wunsch hat, dass sie endlich heiratet, habe ich mir gedacht, wir machen das einfach direkt. Und unsere einzigen Gäste sind der Teenager, dem ich nicht mal weiß, wer heißt, und Nina. Und damit haben wir jetzt offiziell geheiratet. Yay! Und deswegen bin ich jetzt fröhlich. Und mein Freund möchte jetzt auf 2 Verabredungen mit seinem Ehepartner gehen. Das habe ich geschafft und jetzt will er noch auf 3 Verabredungen gehen.
und 50 romantische Gesten mit mir austauschen. Das muss aber definitiv warten. Wir bekommen nämlich jetzt ein Kind. Und das hier steht sicher nicht in meinen Träumen. Und Hauptsache, mein Freund steht im falschen Raum. Dani, hier drüben bekomme ich das Kind. Und es ist 3, 2, 1, Junge. Okay. Und er heißt 1, 2, 3. Dirk, okay, alles klar. Interessanter Name. Nein. Nein, nein, nein. Wie wir einfach Zwillinge bekommen haben. Warum haben wir gerade Zwillinge bekommen? Ich bin weder fruchtbar, noch haben wir einen fruchtbaren Boden. Ich habe es nicht drauf angelegt. Ich wollte nicht mal ein Kind haben. Na schön. 1, 2, 3. Maurice, glaube ich. Maruise. Maruise? Nein, ich will ja nichts sagen, aber das ist falsch geschrieben. Das auch noch. Aber was mache ich jetzt damit? Vor allem, weil wir zu Hause ja auch immer noch den Teenager sitzen haben. Also haben wir jetzt eigentlich praktisch 3 Kinder. Ohne dass ich es wollte. So habe ich mir mein Leben wirklich nie vorgestellt. Und Haus und die beiden gehen einfach direkt wieder Techtelmechteln. Wollt ihr das hier nochmal erleben? Ich glaube, ich spinne komplett. Ich heule. Wirklich. Dieses Spiel manchmal. Ich kaufe mir auf jeden Fall jetzt mal diese Videostation. Und hier werden wir jetzt ein Video aufnehmen. Liebestipp-Vlog. Ja, mach ruhig. Ich meine, offensichtlich wissen wir, wie wir Zwillinge bekommen. Okay, wir haben das Video jetzt aufgenommen und ich nenne es einfach How to get Zwillinge. Dann beantworten wir Kommentare. Da freue ich mich wirklich immer über jedes einzelne. Und ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video ein Like gebt. Und das Video war ein Erfolg. Und da draußen rennt einfach ein Werwolf rum. Das ist Greg, Leute. Lass alles stehen und liegen. Wir werden den jetzt stalken gehen. Und warum kommt Nina jetzt einfach bei uns rein? Okay, Leute, langsam vertraue ich ihr wirklich nicht. Warum sitzt die jetzt auf unserem Bett? Die beiden haben sich gerade umarmt, Leute. Stecken die irgendwie gemeinsam unter einer Decke? Oh mein Gott, Leute, ich krieg gerade so Panik. Was ist hier los? Wir haben jetzt auch Trennungsangst. Naomi war zu lange von der wichtigsten Sache in ihrem Leben getrennt. Ihrem Handy. Wow. Die beiden streiten gerade in unserer Wohnung. Was ist hier los? Ich nehme mal ganz unauffällig ein Video auf und nehme das hier im Hintergrund mit dazu auf. Nina! Oh mein Gott! Aber brav wieder aufgestellt. Die Wünsche von meinem Sim wiederholen sich übrigens auch die ganze Zeit. Mein Freund hat 2 Wünsche. Er will freundlich zu Nina sein. Und er möchte jemanden küssen. Jemanden. Nicht mich. Und wir haben es geschafft, Leute. Das heißt, wir sind jetzt ein aufgehender Stern. Wir waren schon von einem angesagten Treffpunkt und ich habe gerade ein Meet and Greet veranstaltet. Ich habe mich jetzt noch um ein paar Sachen bei meinem Bestreben gekümmert. Und auch wenn wir nur ein Viertel von meinen Träumen erfüllt haben, habe ich es dafür geschafft, das Bestreben von meinem Freund komplett zu vervollständigen. Und wenn mein Freund glücklich ist, dann bin ich das auch. Und immerhin ist niemand gestorben, oder?